Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cyberpunk. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Cyberpunk ist noch nicht tot. Ich habe noch ein bisschen was vor an Missionen. Es sind auch mittlerweile ein paar Patches gekommen, die ein bisschen was verbessert haben oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Was ist das? Ah, wir fahren hier gerade mit Johnny Silverhands Porsche rum. Ich frage mich gerade, was hier für ein Auto steht. Ach, das ist. Ach, hier, das ist das. Alles klar. Ich weiß es wieder. Jetzt rüber. Wir haben noch ein bisschen was. Ich will heute einmal das eine Ende mit Woke machen. Wie? Johnny will mit dir ausgehen. Was hältst du davon? Frag mich das, Johnny. Oder du? Johnny natürlich. Du hast doch gesagt, du kannst uns gut auseinanderhalten. Okay. Und wohin wollen wir? Wohin willst du denn? Silver Pixel Cloud in North Oak. Okay, ich komme zum Afterlife und hol dich ab. Ja, genau. Ich bräuchte nur mal eine Wegführung. Hatte ich fast vergessen. Ich habe noch andere. Was? Ich habe noch andere zu. Komm abends. Was zum Teufel ist da gerade passiert? Was zum Teufel ist hier? Da ist doch gar kein Auto. War das der gerade abge. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Ja, das Spiel ist jetzt super bugfrei. Alter. Oh, mein Auto brennt. Mein schöner Samurai Porsche. Ob es tatsächlich Leute gibt, die so einen Porsche fahren, die sich den jetzt so lackieren, glaube ich nicht, gell? Das ist doch der aus Bad Boys. Aus Bad Boys 1. Also, ich würde mir den so lackieren, das heißt so bekleben. Wenn ich den hätte. Ja, ein bisschen was können wir noch machen in Cyberpunk. Ansonsten ist das ganze Projekt dann eigentlich abgeschlossen, weil Nebenquests ist nicht mehr viel. Muss jetzt das Spiel nicht auf 100% bringen. Ich warte dann natürlich jetzt, dass die ersten DLCs kommen. Dann sehen wir natürlich weiter. Dann werden wir natürlich weiter. Oh, okay. Das wären so bewegliche Dinger. Okay, cool. Nee, ja, wir werden dann gucken, dass dann irgendwann jetzt demnächst so die ersten DLCs kommen. Es müsste jetzt mal langsam mehr was kommen. Warum ist die Straße so verfickt leer? Warum laden die Texturen von dem Licht so spät nach? Es ist ja. Vorne sind ein paar Autos. Also wir gucken natürlich, was wir noch so an Nebenquests haben. Die Palmer-Mission, also nicht Palmer, das Palmer. Also die mit dem. Die Autos verschwinden da vorne. Seht ihr das? Wie die weg? Hier runter? Nee. Da ist ein Auto. Und wie die vorne weg ploppen die Autos. Sehr, sehr seltsam alles. Ja, wie gesagt, heute geht es um die Türen. Ey, warum bleiben die Türen nicht zu? Heute geht es um. Oben oder unten? Einfach nur darum, dieses eine Ende noch zu machen. Es gibt ja noch so ein Rogue-Ende. Ja, wir hätten unten oben langfahren sollen. Egal. Und dann haben wir ja noch so ein paar Nebenquests, die wir machen können. Deswegen hätte ich oben langfahren sollen. Das mit den Türen geht mir ja so tierisch auf den Sack, dass die Türen nicht zubleiben.
Gibt die Karre aber auch nicht zum Explodieren, oder? Ach, da ist auch er. Hallo, wie? Huh? Jefferson? Ich brauche nochmal deine Hilfe. Ist was Privates. Genau, die Quest muss man nämlich auch nochmal. Okay. Da habe ich nämlich schon gewundert, wo die bleibt. Nicht übers Holo. Komm vorbei, erkläre ich dir alles. Keine Angst, Jefferson. Ich helfe dir. Danke. Kommst du also? Weißt du noch wohin? Klar doch. Bin sofort da. Nein, bin ich nicht. Das ist die Mission, die ist nämlich auch noch ein bisschen länger und ein bisschen ist schon, ja, nicht schlecht. Also, dass hier keine Autos sind, das wundert mich so. Und keine Menschen, keine NPCs. Also, gut, da ist ein NPC, aber weil sie stehen hier doch ganz viele rum. Und es leckt gerade wie so. Als Köder benutzt. War das ein Kompliment? Du siehst anders aus. Versuch's nochmal. Vielleicht wird's dann was mit dem Schach. Jetzt spawnen die ganze NPC. Guck mal, wie die alle spawnen. Wollen wir? Wo ist Johnny? Doch ein Rückzieher gemacht. Wo ist er hin? Ach, der ist da runter. Du siehst... Wow. Ist das Johnnys Wow oder deins? Wann kommt er? Bin nur die Chauffeurin. Was sucht denn hier? Du hältst dich an der kurzen Leine. Weise für dein Alter. Was sind das für Geräusche? Woher hast du den? Der war in dem Container, von dem Grayson geredet hat. Okay. Viele Erinnerungen in diesem Ort. Fahren wir. Ja, nee. Ist Silver Pixel Cloud dein Lieblingsort? Ja, mal. War aber ewig. Ach, scheiße. Ich hab mich voll festgepackt. Scheiße, ey. Oh, das Spiel ist echt, ja. Und trotzdem habe ich über 100 Spielstunden. Ich glaube, ich habe 110, 120 Spielstunden mittlerweile. Oh. Probieren wir es nochmal. Aber wie auch wieder die NPCs alle hier. Jetzt steckt sie aus. Wie die ganzen NPCs hier laden. Ist das? Boom! Hat dich eine Crew als Köder benutzt? War das ein Kompliment? Du siehst anders aus. Was ist das für ein Geräusch? Macht ihr ein. Es klingt. Vielleicht wird's dann was mit dem Schach. Hey Rogue, bereit? Ah, du schon wieder. Wollen wir? Wo ist Johnny? Doch ein Rückzieher gemacht. Er kommt später dazu. Du hältst dich an der kurzen Leine. Weise für dein Alter. Also es macht keinen Unterschied, welcher. Johnnys Porsche. Ja, aber der brennt ein bisschen. Woher hast du den? Der war in dem Container, von dem Grayson geredet hat. Er hört doch nicht auf zu brennen. Viele Erinnerungen in diesem Auto. Komm her. Ist Silver Pixel Cloud dein Lieblingsort? Früher mal. War aber ewig nicht da. Drive-ins sind schon ewig nicht mehr im Trend. Aber Silver Pixel gibt's immer noch. Klingt nach einem guten Ort für ein Date. Fand ich auch. Deshalb wollte ich mit Johnny herkommen. Vor einer halben Ewigkeit. Das war nicht seine Idee? Als ob. Romantisch war für ihn, Arasakas Hauptquartier hochzujagen. Ja. Jeder hat ein anderes Verständnis von Romantik. Es leckt immer noch so ein bisschen. Aber es könnte eben auch an meinem Rechner liegen. Dass der einfach es nicht mehr schafft. Obwohl ich schon mittlerweile noch auf 1080p spiele, aber immer noch auf Ultra. Okay, wie? Sag mir, was los ist. Im Ernst. Was meinst du? Johnny tut nie irgendetwas ohne Hintergedanken. Also, was will er diesmal? Er hat sich verändert. Er will wirklich nur Zeit mit dir verbringen. Kein Haken, keine Sprüche, kein Ballast.
Na gut. Diese ganzen Kampforte da, also diese brauchen wir ja alles nicht, weil wir da Street Cred ja schon maximal aufgebaut ist, also was dann auf der Minimap gerade so aufploppt. Rogue, ich muss das verarbeiten. Ein selbstloser Johnny Silverhand. Du scheinst einen guten Einfluss auf ihn zu haben. Ich weiß auch nicht, wo das Ende hier hin. Ich weiß, dass wir ein Date haben. Wird wahrscheinlich viel Gequatsche sein, bla bla bla. Aber ich weiß nicht, wo das Ende hinführt. Wir irgendwie entscheiden können, dass was passiert. Ich werde mal dann oben einen Speicherpunkt setzen und dann gucke ich mal, dass ich alles durchspiele. Alle Möglichkeiten. Diese Türen machen mich so fertig von dem Porsche, ey. Die haben irgendwie was in der Fahrphysik geändert. Geschlossen. Ich habe leider übelste Bugs gerade wieder mal. Jetzt scheint es zu gehen. Bring den Projektor in Gang. Ich besorge uns gute Plätze. Alles klar. Okay, Projektor ist da oben. Und es scheint übelst zu ruckeln. Ist da drüben. In der Aufnahme. Okay, hab den Projektor gefunden. Interessant. Weißt du, wie man den wieder zum Laufen bringt? Bushido 10. Fade to Black. Muss heute ein Klassiker sein. Gleich sehen wir es. Sieh mal. Zuletzt gespielt Bushido 10. Perfekt. Das sieht nach einem richtigen Scheißfilm aus. Wie? Wir sind in einem Drive-In. Der Film interessiert hier absolut keinen. Ja, hier geht's um was anderes. Hintergrundrauschen, bisschen Blut, Titten und Gemetzel, mehr nicht. Dann wird Bushido liefern. Okay, wie? Dann husch husch. Ich übernehme jetzt. Okay. Viel Spaß, ihr Verrückten. Und benehmt euch. Und schützt euch. Das hier sind die besten Plätze. Hä? Komm rauf. Ich hab nur Augen für dich. Scheint nichts zu passieren, Nato. Aha, so geht das also. Rogue, ich brauch diese Welt nicht mehr. Aber ich brauch dich. Johnny, ich hab mich in dir getäuscht. So einfach geht das. Und es ist ein Jam. Ich brauch diese Welt nicht mehr, ich brauch aber dich. Hast du dir den Abend so vorgestellt? Ich wusste immer, die Dinge müssten sich ändern, damit wir endlich ins Kino. Dachte nur nicht, sie müssten sich so sehr ändern. Tun wir so, als wäre es 2015, ja. Alles ist neu. Ja, 2015 war ein schönes Jahr. Aber ich mag die 2077 Rogue. Eine Stimme, es klingt so seltsam. Okay, es ist 2015. Wenn du nochmal anfangen könntest, was würdest du anders machen? Nichts, ich habe nie etwas getan, das bereue ich. Ich würde das Match alles tun, um dich nicht zu verlieren. Ich habe den Carry-Fick. Dann machen wir das. Ich würde alles tun, um dich nicht zu verlieren. Johnny, ich... Hey, hey, was ist denn? Nichts. Es ist nur... Ich habe viel nachgedacht, während du weg warst. Was wäre, wenn... Sicher, dass es nicht wegen Grace oder Smasher ist? Bitte? Was hat denn Smasher mit irgendwas zu tun? Ich habe das Gefühl, dich beschäftigt noch was. Tut es auch. Ich bin wütend, enttäuscht.
Aber ich will jetzt nicht darüber nachdenken. Was zählt ist, ich bin zurück. Bei dir. Ich finde das besser als jedes. Was wäre, wenn... Aber wir haben nur diese Nacht. Oh. Die ist mehr, als ich mir erträumt hätte. Rogue, ich habe nicht viel Zeit und dieser Körper ist nur geborgt. Aber ich bin hier. Knutschi, knutschi. Das ist doch, was eine Frau sich wünscht, in so einem abgespranzten Autokino geknallt zu werden. Das ist so, weißt du, ich bin der Frauenversteher, ich kenne das, egal. Ich weiß, was die Frauen wollen. Jetzt holt sie den Strap-on raus und nagelt sie richtig durch. Ich bin nämlich wie so ein vorpubertierender 12-Jähriger. Eigentlich ist es schon ein bisschen unangenehm, bei Videospielen so zu gucken, wie die NPCs Ja, ihr wisst, was ich meine. Eigentlich ist es echt ein bisschen cringe. Wenn ich mir sowas angucken will, dann schaue ich mir Pornhub an, ey. Nein, mach ich natürlich nicht. Johnny, ich kann nicht. Weil, was? Es wäre nicht fair. Du meinst wie gegenüber? Okay, das überrascht mich jetzt. Nein, dir gegenüber. Ich wollte so tun, als wäre nichts anders. Als wäre ich noch die Rogue, die du kanntest. Hab mich sogar fast selbst davon überzeugt. Ich fahre alleine zurück. Was? Rogue! Fuck! Lief ja nicht so gut. Frage ist, gibt es ein Ende, wo das anders ausgeht? Rock ist weg. Ja. Worüber habt ihr gestritten? Keine Ahnung. Ich wollte nur einen schönen Abend im Kino. Jetzt ist sie sauer und sagt mir nicht warum. Frauen. Komm, wir ärgern ihn mal. Vielleicht hat sie das Interesse an dir verloren. Nein, an mir liegt's nicht. Ja, klar. Weißt du noch, Grayson? Wie komisch das alles war? Komisch. Weiß gar nicht mehr, wer Grayson ist. Er wollte sie provozieren. Vielleicht lag's daran. Muss nachdenken. Bring mich erstmal nach North Oak. Gibt's dort etwas, das dir mit Rogue hilft? Nein, Carrie. Ich sag's dir, wenn wir da sind. Das war wie ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Der Arme! Der Arme, tut mir so leid. Auto weg. Warte mal, Claire meldet sich. Ey, tut mir leid, dass ich in diese ganze Sache... Keine Sorge, ich hatte die Gelegenheit, aber... Hatte die... Achso, das ist, als wir... Die hat ja den einen Typen erschossen. Ich weiß nicht, irgendwie schuldig, was bescheuert ist. Der Bastard hat's verdient. Ich weiß, das hätte Dean auch gewollt, das ist in der Vergangenheit. Nochmal danke, pass auf dich auf, Claire. Okay. Okay, davon gehe ich mal aus. Es ist mit ihr beendet. Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle Feierabend. Geht's jetzt weiter? Neue Mission trifft dich. Ja, wir machen aber an der Stelle Feierabend. Hier haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!